Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Die Bikepack-Saison 22 geht so langsam mal los. Das heißt, wie man vielleicht schon sieht, sind wir in St. Andreasberg und eröffnen hier die Saison für uns, was den Bikepark angeht. Alles noch am Umziehen und in ein paar Minuten geht es hoch auf den Trail. Also, wir sehen uns gleich auf den Strecken. Zum Einfahren ging es dann erst einmal auf die 2. Wie man hier oben schon sieht, hat sich diese Seite hier, der Anfang, komplett verändert. Und man hört am Wind, und ich habe meinen Windschutz drauf, dass hier kräftig Gegenwind ist, was die Sache hier oben mit diesem tretlastigen Teil nicht gerade einfacher macht. In dem Teil der Strecke 2 hat sich nichts verändert, da ist alles so geblieben, wie es war. Ist auch ganz in Ordnung und auch eine schöne Strecke, um erstmal wieder ein bisschen in den Flow zu kommen. Gehen wir auf die Strecke 3. Auch hier hat sich alles komplett verändert. Dieses große Holzungetüm ist nicht mehr da. Dafür ist jetzt die Leine unten. Was geblieben ist, hier auf der anderen Leine, man muss mit Gegenwind hier kräftig dran denken. Und hier kommen dann auch schon weitere neue Holzelemente. Hier ist so Gegenwind. Gott sei Dank kommt man dann an einen Punkt, ab dem es dann doch auch endlich von alleine läuft. Ich fahre jetzt auf der 3 einmal die Strecke komplett hinter dem Laron hinterher.
eine ist zum ersten Mal hier in dem Bikepark und macht die Sache echt gut. Das liegt dadurch, als ob man das schon immer machen würde. Sauber. Dann ging es auf die Strecke Nummer 4, den schwarzen Teiler, die auch immer wieder hier richtig Spaß macht. Ich fahre die Strecke jetzt mal hinterm Ralf hinterher und von der 7 kann ich euch diesmal leider gar nicht zeigen, weil die war geschlossen. Dann kommen wir hier an eine Stelle, wo es verschiedene Lines gibt. Ich zeige euch jetzt aus meiner Perspektive die etwas einfachere. Und Lore die etwas anspruchsvollere. Mit so einem kleinen Steindruck. Dann gibt es hier auf der 4 so ein kleines Gap. Da fühle ich mich jetzt noch nicht ganz so weit, dass ich den fahre, aber Lore macht den so ganz locker. Der Bikeparkbesuch hat mir wirklich gut getan und ich habe auch gemerkt, dass ich doch auf solchen Strecken erstmal wieder so ein bisschen Trainingsbedarf habe, um da reinzukommen. Ich denke, zum späteren Zeitpunkt in der Saison sollte das noch deutlich fließender gehen. Aber wir haben ja auch erst April.
So, das war's doch schon wieder für heute. Wir hatten einen richtig schönen Tag heute hier im Bikepark. Ein Top-Wetter, absolut klasse, die Strecken super, hat alles gepasst. Also, was soll ich sagen? Ihr wisst, Daumen nach oben, ne? Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.